Willkommen zurück zu Minimetro. Hat sich ja doch inzwischen zu einem relativ regelmäßigen Projekt auf dem Sendeplan hier entwickelt. Das ist ja ganz für mich ein Wunder, dass das jemals wieder zurückfindet zu mir auf dem Kanal, aber nichts gegen. Soul! Ja, ich freue mich auf Soul. Aber erst nicht letztes Mal. Nee, das war vorletztes Mal, glaube ich, wo wir in Soul waren. Ah, ja, waren wir ja semi-erfolgreich. Ja, ich glaube, da war doch auch die Daily Challenge. Das wird jetzt lustig. Man kann mich wieder scheitern. Ein Quadrat an dieser Stelle, ne? Das kann man sich ja nicht ausdenken. Das ist ja einfach scheiße. Auf gut Deutsch ist das scheiße. Ey, hier müsste man das da machen. Eigentlich sollten alle Linien, alle Symbole hier abdecken. Also alle Grundsymbole, das heißt Kreis, Dreieck und Quadrat. Ja. Ich heule. Man hört es nicht, aber ich heule. Grauenvoll. Was schon so arbeiten? Oh. Liebe Kunden, leider haben wir völlige Grütze. Entschuldigen uns für den Müll. Ach du Gottchen. Ach du Gottes bisschen. Ach du grüne Neune. Jetzt haben wir hier eine orangene Hauptlinie und. Das ist. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich in fünf Wochen sterbe, spätestens. Aber wenn ich 5 Wochen durchhalten würde. Das wäre ein Wunder. Und sozusagen. Ach ja, ich möchte Tunnel. Ich möchte Tunnel. Machen wir hier eine Verbindung, weil so sinnvoll. Warum haben wir hier noch eine Verbindung? Weil es so sinnvoll. Haben wir hier noch eine Verstärkerlinie? Ja, nur jeden. Ja, machen wir mal 2 Linien genau gleich. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo man das mal machen kann. So aus einfachem Frust. Und dann fährt er hier runter, aber danach. Weil, ist halt so. Oh Gott. Die grüne Linie, ne? So. Der hält da nur, um einen Kreis zu halten, übrigens. Oder? Kann ich den nämlich wieder hier durchbinden? Genau. Den stattdessen noch da. Okay, das wird ein Zweitunnel sein. Verzeihung. Pardon. Irgendeine Linie braucht bald noch einen zusätzlichen Zug. Da bin ich mir sicher. Halt noch fraglich welche. Hier sogar 3 Linien nebeneinander anlegen konnte. Ganz ein Wunder. Der fährt jetzt noch einen kleinen Umweg hier. So. Die grüne Linie scheint einen neuen Zug zu wollen. Und die orange. Eigentlich schreien gerade alle Linien nach dem zweiten Zug. Oh Gott. Die blaue braucht zuerst einen. Wenn wir schon so nach Hilfe da schreien, dann. Und die orange, ne? Das geht gerade noch so. Okay. Im Süden, das Konzept ist ja mal eine Katastrophe. Ich ändere da jetzt aber nichts dran, ne? Du hast ja schon 2 Züge. Da kannst du auch mal zum Wert hier machen. Oh Gott. So.
Also. Hilfe? Hilfe! Es läuft gerade nicht so. Also erstaunlicherweise läuft es, um es so zu sagen, aber meiner Meinung nach läuft es nicht. Die Orange, die macht jetzt Probleme. So. Ah, die Orange und Blau, die ergänzen sich sehr stark. Jetzt mal vorübergehend da halten. Wobei. So. Mal da runter. Perfekt. Ah, die blaue Linie macht nochmal Probleme. Also damit meine ich hier diese violett-blaue. Hm? Das da oben, das kann man einfach nicht mehr gut heißen, was die da macht. Dahin gehe ich ja noch mit, aber da hier sollte es dann doch schon eine neue Linie sein. So. Eventuell muss ich dann hier die blaue und orangene Linie doch nochmal trennen. Einfach nur, um die nötige Kapazität bereitzustellen. Die blaue Linie ist eindeutig an der Kapazitätsgrenze. Das ist doch eine freundliche Formulierung. Damit meine ich diesmal die etwas hellere blaue Linie. Wir haben gleich die 600 geknackt, ja, immerhin. Ach. Halt schon länger durch, als ich gedacht habe. Weiß nicht, ob wir schon Woche 5 sind, aber ich halte auf jeden Fall trotzdem länger durch. Ja, hier fehlt so ein Dreieck, ne? Ein nettes Dreieck. Irgendein Notfallzug jetzt hier so. Noch immer da jetzt kein Zug mehr für 5 für die. Ja, doch. Oh, war das knapp! Okay, jetzt braucht die blaue Linie wieder den zusätzlichen Zug. Ich kapituliere! Ich kapituliere gleich einfach! Ich wäre gerade schon wieder zu anspruchsvoll hier. Oh, oh, heute wird wohl keine zweite Stadt mehr kommen. Allein schon wegen meinen Nerven. Wir haben schon 8 Minuten dementsprechend. Ist gar nicht Paris beim letzten Mal. Wie lange hat Paris beim letzten Mal? Minuten war das Video. Minuten, ja. Werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr durchhalten. Ich bin ja jetzt schon am Ende. Ich traue mich gar nicht mehr auf schnell zu machen. Okay, ich muss jetzt aber nicht unnötig in die Länge treiben. Wahrscheinlich noch ein Tunnel übrig. Na, herzlichen Dank. Wie dringend brauche ich doch jetzt einen Tunnel? Mhm. Oder ein Quadrat. Ganz dringend. Nee. Nicht mehr stemmbar hier. Auch Waggons und alles. Nächstes Mal muss ich einen Waggon nehmen oder eine Umsteigebahn oder was auch immer. Okay. Hier brauche ich jetzt ganz dringend einen Zug. Ja, auf der Orangen, ja auch. Der Pinken eigentlich auch. Die kann sie auch noch selbst regulieren. Grüne Linie macht mir Sorgen. Das da oben. Wie kann sowas zustande kommen? Da bin ich gerade irgendwie ein bisschen machtlos. Ein bisschen sehr, um so zu sagen. Ist gerade einfach nur noch Symptombekämpfung.
Symptomen bekämpfen, das ist nie eine gute Idee. Oh Gott. Hilfe. Dann muss ich den orangenen Wagen gleich da hinten hinsetzen. Da. Gott. Symptombekämpfung. Und ich hasse Symptombekämpfung. Symptombekämpfung ist das Grauenvollste, was man machen kann. Das ist unbefriedigend. Ich habe schon wieder eine Woche durchgehalten. Über 1200 Leute, ja klar. Sau, das ist eine verdammt schwere Stadt. Es ist gerade einfach nur noch Glück. So, irgendwie müssen wir jetzt hier Ursachenbekämpfung mal machen, langsam. Doch, irgendwie. Wir haben jetzt Sonntag. Das heißt, wenn ich ein bisschen spekuliere, kriegen wir irgendwie noch alle Linien gefixt. Ja, da ist gerade nur. Also. Oh Gott. Waggon. Der kriegt einen Waggon. Und die grüne Linie kriege ich jetzt nochmal so. Provisorisch. Aber jetzt weiß ich, bei der grünen kann ich dann im Notfall auch meine Runde annehmen. Ja, auf der Orange braucht er zwei Züge als im Waggon, aber. Ich habe keine Ahnung, mit zwei Zügen. Denn es lohnt sich auf so kürzeren Linien eher einen Waggon. Oder auf so längeren halt eher einen zweiten Waggon. Muss man in der Realität durch Takt begründen. Hier begründet man dadurch, dass die Stationen da nicht so schnell überlaufen. Oh Gott. Ich. Ja, mein Hilferuf. Wie das hier auch aussieht. Ich hätte auch keine weiteren Linien haben können. Ja gut, im Notfall kann ich halt immer noch alles verziehen, ne? Also hier die Linien aufteilen zum Beispiel. Ich bin mit meinem Linienkonzept eigentlich gerade sehr zufrieden, dementsprechend. Ich bin nicht zufrieden. Wow. Du so als Welt zufrieden. Und auch hier zum Beispiel die ganze Linie hier wegbewegen. Gut. Das Orange am Problem machen wieder. Und jetzt blau und pink und hast du nicht gesehen. Pink, du musst es mal in, ne? Orange erst. Da oben ist gerade ganz kritisch. Lauter schaffst du noch. Orange ist gerade am katastrophal sein von. Wollen die hin? Okay. Die Umsteiger machen jetzt Probleme. Ganz dringend. Ganz dringend. Oh! Ich war mir zu knapp! Ich kann jetzt auch nicht mehr auf schnell spielen. Es tut mir leid. Wir sind schon bei 14 Minuten. Merkt man, dass ich an meiner Belastungsgrenze bin? Ich denke nicht, oder? Ich glaube auch, das Netz ist völlig an der Belastungsgrenze. Als nächstes brauche ich hier diese Linie hier einen weiteren Zug. Ich glaube, dieser Zug braucht auch einen Waggon. Nein, ich möchte eigentlich nicht die Linien da weg entfernen, aber einen Zug da haben. Okay. Das ist jetzt das Ende. Das war jetzt nicht mehr rechtzeitig. Schade. Hat Spaß gemacht. 1759, ach du Scheiße. Wird ein Achievement gegeben haben. Nee. Barcelona. Ah. Oh ja, danke. Obere 30%, ja.
Eine Zeit, 9 Minuten habe ich noch, ja. Geht immer bis 2 Uhr morgens deutscher Zeit anscheinend. Wenn ich jetzt auf Soul gehe, sehe ich doch welche G. Hatte ich bestimmt schon beim letzten Mal. Ja, 500. Tunnel nur auf einer Linie. Guter Witz. Und so ein Start hat vielleicht, aber. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.